Volkspartien, die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr es heute nicht macht, wird es für eure Kinder und Enkelkinder doppelt oder dreifach teuer. Wenn wir heute nicht handeln, dann haben wir Hunger und Dürre. Welchen Preis sind wir bereit, für unser Überleben zu zahlen? Das, was klingt wie Greta Thunberg, vielleicht im letzten Jahr oder gerade neulich, war die deutsche Bundeskanzlerin 1997 als Umweltministerin. Sie hat gesagt, der Kampf gegen den Klimawandel ist eine Frage des Überlebens. Aber jetzt, fast 25 Jahre später, müssen wir sagen, sie hat versagt. Sie hat gewusst, was auf uns zukommt, aber sie hat nicht entsprechend gehandelt. Und genau das ist das Problem, mit dem wir gerade konfrontiert sind. Ich zeige Ihnen das einmal. Der Preis des Überlebens als Umweltministerin. Als Wissenschaftlerin hat sie es gewusst. Als Politikerin hat sie nicht damit nachgehandelt, sondern sie hat es zugelassen, dass beispielsweise die Deutsche Bahn in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden ist. Sie hat es zugelassen, dass 6.000 Schienenkilometer abgebaut worden sind, dass ganze ländliche Regionen vom öffentlichen Nahverkehr abgekoppelt worden sind. Sie hat es zugelassen, dass das Erneuerbare Energiengesetz immer weiter ausgehöhlt worden ist, dass immer mehr Ausnahmen für große Konzerne beschlossen worden sind und dass das dann auf die Verbraucherinnen und Verbraucher umgeschrieben worden ist. Und wir müssen ganz klar sagen, eine Politikerin, die so versagt, die gehört abgelöst. Und deswegen bin ich froh, dass wir Bundestagswahlen haben und die Chance auf einen echten Politikwechsel haben. Und dieser echte Politikwechsel, der wird nur ohne die Union gehen. Und wir haben ja darüber gesprochen, über den CO2-Preis, jetzt auch über in den letzten Wochen. Dieser CO2-Preis ist zum einen klimapolitisch unwirksam, aber er ist zum anderen krass ungerecht. Und ich darf das an den zwei Beispielen noch mal sehr deutlich machen. Erstens, er ist ungerecht für Einkommensschwache. Denn dieser CO2-Preis hat eine Entlastung über die sogenannte Pendlerpauschale. Aber die Pendlerpauschale ist eben anrechenbar auf die Lohnsteuer. Das heißt, die, die viel haben, bekommen auch viel zurück bei diesem CO2-Preis. Und die, die wenig haben oder die, die gar nichts haben, die gar keine Steuern bezahlen können, die werden zusätzlich belastet durch diesen CO2-Preis. Das ist die bahnbrechende Ungerechtigkeit, vor der wir stehen. Und deswegen sagen wir, wir wollen diesen ungerechten CO2-Preis nicht. Und liebe Grüne, das will ich dann auch noch mal sagen, weil dann, da war leider von eurer Seite auch ein Stück Heuchelei. Hier im Deutschen Bundestag hat Annalena Baerbock Herrn Dobrindt von der CSU das Angebot gemacht, diesen ungerechten CO2-Preis noch zu erhöhen. Und da war keine Rede von einem Energiegeld, da war keine Rede von einem sozialen Ausgleich. Ja, meint ihr wirklich, ihr könnt mit der CSU gemeinsam eine gerechte Klimapolitik machen? Eine gerechte Klimapolitik geht doch nur, wenn wir eine Alternative entwickeln, jenseits von der CSU. Ihr müsst euch auch entscheiden. Und dann steht hier Frau Weisgerber und sagt, ja, eine gerechte Klimapolitik mehr zu machen, das wäre doch unrealistisch. Ich darf Ihnen sagen, was unrealistisch ist. Unrealistisch ist, immer so weiterzumachen wie bisher. Unrealistisch ist, unsere Lebensgrundlagen weiter zu zerstören. Realistisch ist, einfach die Zukunft der Menschheit zu sichern. Realistisch ist, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Realistisch ist, den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen und gleichzeitig die Beschäftigten zu schützen, gleichzeitig mit den Gewerkschaften gemeinsam zu arbeiten. Es geht doch nur sozial gerecht. Es geht doch nur, wenn wir die Bevölkerung mitnehmen. Und es geht doch nur mit einer klaren Klimapolitik, wo sich niemand rauskaufen kann, die verständlich ist und die sozial gerecht ist für alle in dieser Gesellschaft. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sylvia Kotting-Uhl, Bündnis 90.